Im Dorf Tatarsk rüsten sich die Kosaken zu den Maimanövern. Jaschka, hast du den Sack mit dem Zwieback zugenäht? Hast du den Speck gesalzen? Werden Sie nur mit Ihren Sachen fertig, Väterchen. Ich packe dem Brüderchen schon alles so ein, dass bis Tscherkassen nicht verrutschen wird. Frisst der Braune noch? Nein, er frisst nicht mehr. Dann lassen Sie ihn nur, Vater. Er ist auch noch nicht getränkt worden. Da, bohr hier auch eins durch. Grischka wird ihn zum Don führen. Grigori, für das Pferd zur Tränke. Verflixter Teufel! Hast mich fast über den Haufen geritten. Na, ist dein Stepan fertig zur Abreise? Was geht das dich an? Was denn? Man darf doch wohl fragen. Er ist fertig. Du bist dann also Strohwitwe. So wird es sein. Wirst dich wohl nach deinem Mann sehen, hm? Selbstverständlich. Heirate erst mal, dann wirst du schon erfahren, ob man sich nach dem Liebsten sehnt oder nicht. Andere Weiber freuen sich, wenn sie ihre Männer los sind. Unsere Daya wird ordentlich rund, wenn Piotr fort ist. Der Mann ist kein Blutegel, aber er saugt uns das Blut aus. Wird man dich bald verheiraten? Ich weiß nicht, das hängt vom Vater ab. Wahrscheinlich erst nach der Militärzeit. Du bist noch jung, heirate nicht. Warum? Es ist nichts Gutes daran. Ich habe keine Lust zu heiraten. Es wird sich schon eine finden, die mich auch so lieb hat. Lass mich durch, Grischka. Nein, ich lass dich nicht. Mach keinen Unsinn, ich muss meinem Mann packen helfen. Lass mich, du Teufel, wenn uns Leute sehen, was sollen die denken? Nun, Gott sei Vater. Mit dir. Glück auf den Weg. Söhnchen. Sitz auf. Sie haben sich verspätet, Miron Grigoritsch. Sie haben sich verspätet.
Was hast du gefunden, Grischka? Die kleine Wildente. Gib her, ich grab sie ein. Was willst du? Ich hab Durst. Dein Haar duftet. Was ist? Nach Tollkraut duftet es. Ganz stark. Nach diesen weißen Blüten. Lass mich, Grischka. Sei still, Aksinja. Lass mich, ich schreie. Warte doch. Onkel Pantelej! Na nun, Grischa, du siehst so mürrisch drein. Es wird wohl regnen. Das Kreuz tut mir weh. Er will die Ochsen nicht hüten? Gewacht, dass die Ochsen nicht in fremdes Gras gehen. Grischka, Grischenka, der Vater hört's. Er hört's nicht. Lass los. Es ist schon alles gleich. Ich komme her. Pantelej Prokofjewitsch. Guten Tag. Guten Tag. Wünsche gute Gesundheit. Guten Tag. Wer also? Was ist denn das für ein trauriges Lied? Hör auf, spiel was Lustiges! Na los! Warum
bist du so verschwiegen, Prokofitsch? Warum? Ja, ja. Willst deinen Sohn verheiraten und sagst nicht dein Sterbenswörtchen. Welchen Sohn? Grigori, er ist doch ledig. Unsinn, Vorlauf, ich denke ich nicht daran. Und ich habe gehört, du nimmst Stepan Astarovs Aksinja zur Schwiegertochter. Was? Wo ihr Mann noch lebt. Was fällt dir ein, Platonitsch? Magst du dich lustig über mich? Ich mich lustig machen? Das erzählen die Leute. Hey, du! Warte mal! Was ist? Was treibst du? Hm, bist doch warm von deinem Mann und schon treibst du dich herum! Ach, du Hure! Dich hat dein Mann noch nicht genug geprügelt! Dass du mir nicht mehr auf meinen Hof kommst von heute ab. Und deinem Stepan werde ich schreiben. Bist du etwa mein Schwiegervater? Oder Vater? Hast du mir Lehren zu erteilen? Geh, belehr deine Breithintrige. Ich will dich nicht mehr sehen, du lahmer, hinkender Teufel. Scher dich fort, runter vom Hof! Als ob du mir Angst machen könntest. Warte, du Närrin. Da gibt's nichts zu warten, das ist meine Sache. Teufelsweib. Du willst meinem Mann schreiben, kannst es meinetwegen dem Gebietsatermann schreiben. Aber Grischka gehört mir! Ich werde dir Grischka schon geben! Und wenn ich will, dann fresse ich ihn mit Haut und Haaren und werde keinen fragen. Meinem Mann schreiben. Schreib nur! Satt lieben will ich mich für mein ganzes bitteres Leben. Dann könnt ihr mich meinetwegen totschlagen! Mach wofür, den Vater? Deine Schweine rein! Mach dem Vater keine Schande! Treib dich nicht herum, der Hund! Ich lass mich nicht schlagen! Ich werde dich zu Tode prügeln, ach du Teufelsbrut! Prokofitsch! Mit der blöden Malfuschka! Prokofitsch! Werde ich dich verheiraten! Prokofitsch, beruhige dich! Lass ich dich ab! Halt ein! So ein Hundesohn. Verheiraten werde ich dich, du Hundesohn! Grischa. Grischka, mein Liebster. 9 Tage sind es nur noch. Noch genug Zeit. Stepan kommt zurück und was wird dann? Du wirst mich wohl verlassen. Wirst dich fürchten. Warum sollte ich mich fürchten? Du bist eine Frau, an dir ist es. Dass Stepan zurückkommt, ist halb so schlimm. Schlimmer ist, dass mein Vater mich verheiraten will. Mit wem will er dich verheiraten? Die Brautwerber sind noch nicht gefahren. Aber Mutter sagt, sie wollen die Tochter von Koschunov freien, Natalia. Natalia. Natalia ist ein schönes Mädchen. Sehr schön sogar. Neulich habe ich sie in der Kirche gesehen. Fein angezogen war sie. Was nützt mir ihre Schönheit? Nach dir habe ich Hunger. Dich möchte ich heiraten. Grischka! Warum klammerst du dich an mich, Verfluchter? Grischka, die Seele saugst du mir aus! Grischka. Hm? Hast du dir was ausgedacht? Mein Liebster, mein Einzigster, lass uns fortgehen. Alles stehen lassen und fortgehen. Meinen Mann, alles will ich verlassen, wenn ich nur dich habe. Wir gehen nach den Kohlengruben, weit weg. In den Paramonow-Gruben habe ich einen Onkel. Er ist als Wächter dort angestellt. Er wird uns schon helfen. Grischka. Sag doch ein Wörtchen.
Dumm bist du, Aksinja, dumm. Wie soll ich von unserem Hof fortgehen? Außerdem muss ich noch einrücken in diesem Jahr. Nein, da wird nichts draus. Vom Land rühre ich mich nicht weg. Anzeigen. Da ja dreien Blick, siehst du? Hört auf mit dem dummen Geschwätz! Guten Tag. Tag, Vater. Nun, Aksinja? Ich verheimliche nichts, ich habe gesündigt. Schlage zu, Stepan. Hast du noch nichts gekocht? Nein. Dann mach mir etwas zu fressen. Jetzt erzähl mal, Liebste. Erzähl doch, wie du auf deinen Mann gewartet hast. Wie du die Ehre deines Mannes gehütet hast. Nun? Oh!
Genug jetzt! Geht auseinander, ihr Teufel! Komm, Greschka, wir stecken sie beieinander mal. Komm! Euch werde ich zeigen! Fängst du schon wieder an? Versucht's nur noch einmal! Ich bringe euch sofort zum Ataman! Geh! Geh schon! Empfange deine Gäste, Myron Grigoritsch. Gäste? Die sind mir immer willkommen. Guten Tag. Maria bringt den Leuten Stühle. Wir haben etwas Wichtiges mit euch zu bereden. Ihr habt eine Tochter, eine Braut, wie einen Bräutigam. Könnten wir uns da nicht einig werden? Gut geruht. Gott sei's gedankt. Die Sache ist nur die. Wir dachten, dass es zum Heiraten noch zu früh ist. Das ist selbstverständlich Sache des Hausherrn. Ein Bräutigam ist wie ein Bettler, er klopft nur an. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Bräutigam aus dem Kaufmannsstand sucht, oder sonst wen, dann ist das etwas anderes. Dann bitten wir um Entschuldigung. Was habt ihr, liebe Leute? Sie ist doch im schönsten Alter, in der Blüte, wie man so sagt. Wozu warten? Gibt es nicht schon genug alte Jungfern im Dorf, hm? Reden wir aufrichtig miteinander. Die Sache ist nicht so einfach. Alles will gut überlegt sein. Aber ihr müsst doch an das Glück eures Kindes denken und euch rechtzeitig entscheiden. Wie leicht kann ein Mädchen sitzen bleiben und dann macht man sich Vorwürfe? Unsere bleibt nicht sitzen. Ob früher oder später, einmal müssen wir uns doch von ihr trennen. Ruf deine Tochter, Miron Grigoritsch. Wir möchten sie sehen. Natalia! Natalia! Natascha! Komm, tritt näher. Ja. Wie sie sich schämt. Gut. Nun geh. Aksutka, komm her. Bist also gekommen. Du, was hast du denn da? Wohl von der Sonnenblume. Auch das hier? Am Auge? Ich kann nicht mehr. Ich gehe zugrunde, Grisha. Was tut er denn? Du weißt nicht was? Er prügelt mich jeden Tag. Das Blut saugt er mir aus. Und du bist mir auch der Rechte. Sündigst und schlägst dich in die Büsche wie ein Hund. Alle seid ihr. Suchst wohl den Schuldigen. Bist denn nicht du der Schuldige? Wenn die Hündin nicht lässt, springt der Hund nicht so fest. Aksutka, komm, hör auf. Ich habe eine Dummheit gesagt. Sei nicht böse, warum heulst du? Ich bin nicht hergekommen, um mich dir aufzudrängen. Hab keine Angst. Dann ist es also aus mit unserer Liebe. Wieso aus? Wieso?
Hör mal, Aksinja. Ja? Ich hab mir gedacht... Nimm das Tuch vom Kopf, man kann dich sehen. Ich hab gedacht... Irgendwie muss man weiterleben. Das Beste ist, wenn wir Schluss miteinander machen. Was? Machen wir Schluss mit dieser Geschichte, ja? Aksinja! Mein Gott, dein Wille geschehe. Mit! Und ihr auch! Stimmt ein! Erfreut das junge Paar! Nehmt Salz und Brot. Beschenkt die Neuvermählten. Wir schenken der Braut einen Schal. Danken. Wir schenken ein scheckiges Kälbchen. Danke, wir danken. Hüter! Die tut uns nicht gefallen. Schützt euch! Lass das, Misha. Misha, das sollst du doch nicht. Wenn es mir aber Spaß macht. Ach, geh dich abkühlen. Wie Feuer strömt das durch die Gorge. Leon Grigorisch, gib was zu trinken. Scher dich zum Teufel! Was denn einen Hammelbraten? Will keinen Hammelbraten, der ist mir zu trocken. Vielleicht will ich lieber Sterlitz. Sterlitz! Woher soll ich jetzt Fisch nehmen? Nein, nein, nein! Da kommt das Jumento von Rittmeister Tersinzler. Auf Regiment. Warum? Schwerthacker! Tirab, Tirab, Tirab! Lanzen gefällt! Säbel auf! Teufelskerle! Erklärungen!
Tag, Grischenka. Guten Tag. Na, wie lebt und liebt sich's mit dem jungen Frauchen? Ganz gut lebt sich's. Hör zu, Weib. Weg, Natascha, nicht. Sie steht ohne dies früh auf. Sie will heute mit Grischka pflügen. Ida, Daria treibt lieber an. Faul ist das Frauenzimmer, leichtsinnig. Schminken tut sie sich und die Brauen färben, holt sie der Teufel. Wir wollen Ihnen das erste Jahr für Ihre Liebe lassen. Grischka! Grigori! Grisha! Der Vater ruft dich! Hör auf, dich zu dehnen! Komm hierher, Daria! Du pflügst die zwei Felder. Hinter der Viehweide, neben der roten Schlucht. Wird Piotr mir nicht helfen? Piotr fährt mit Daria zur Mühle. Naja. Das ist eine, was? Pass an. Guten Tag. Das Fliegen wird noch eine Weile dauern. Ja, ja. Welche Nummer ist jetzt dran? Nummer 38. Du hast wohl geschlafen und jetzt hängst du dich vor. Mach, dass du fortkommst, Ukrainer! Oh, ich reiß dir deinen Kopf aus! Also, Ukrainer! Halt ein, Brüderchen, halt ein! Brüder, sie schlagen die Kosaken! Halt ein! Kommst du, Reiner? Dann schlag ich dir die Zähne ein! Schlag sie, Brüder! Ja! Weiber! Ihr sitzt da und guckt zu! Dort schlagen sie alle Kosaken zusammen! Ah! Hört auf, euch zu brüllen! Schlag sie, Brüder! Schlag sie! Ich steck alles in Brand! Runter vom Hof! Ich steck die Mühle in Brand! Runter vom Hof! Mein Gott! Aufgesessen, Kosaken! Holt sie ein! Sie kommen nicht über den Hügel! Halt! Wer bist du? Woher kommst du? Wartet, Landsleute! Ein schwanzloser Köter ist ein Landsmann! Bauer, Basch, du Elender! Ach, gib ihm eins in die Augen, Jascha! In die Augen. Worum geht es? Ukrainer haben wir verprügelt. Warum? Wegen der Reihenfolge. Sollte sich nicht vordrängen. Wir haben es ihnen gegeben und nicht schlecht. Die Ukrainer sind böse. Und was bist du für einer? Ich? Ein Kosak. Aber du bist wohl ein Zigeuner. Nein, ich bin kein Zigeuner. Wir sind alle miteinander Russen. Unsinn. Die Kosaken stammen doch von den Russen ab, weißt du das nicht? Lügst. Und ich sage dir, die Kosaken stammen von den Kosaken ab. Woher denn? In alten Zeiten liefen viele Leibeigene ihren Gutsherren davon und siedelten sich am Donnern. Und sie nannte man Kosaken. Ach du lieber Mensch, geh deiner Wege. So ein Stänker. Jetzt will er uns noch zu Bauern machen. Was ist denn das für eine Afanassi? Wo er herkommt, weiß ich nicht. Hat mich gebeten, ihn mitzunehmen. Weiß der Teufel, wer er ist. Mein Familienname ist Stockmann. Ich bin Schlosser. Ich werde im Dorf Tatarsk wohnen. Wenn es darauf ankommt, verstehe ich mich auch aufs Tischlern. Also werden wir uns wiedersehen.
Fahren wir, Fuhrmann. Die Zeit drängt. Zurück! Zurück! Vorwärts! Vorwärts! Du bist mir fremd, Natascha. Wie der Mond dort. Du kühlst nicht und du wärmst nicht. Ich liebe dich nicht, Natalia. Sei mir nicht böse, ich muss es dir sagen. Du tust mir leid. Aber in meinem Herzen ist es leer. Genauso leer, wie jetzt die Steppe. Natalia will fortgehen. Und warum? Ich weiß nicht warum. Aber ich weiß es. Reg dich nicht auf. Aber ich weiß es. Warum? Und ich verurteile sie nicht, wenn es auch eine Sünde und eine Schande vor dem Herrgott ist. Ich verurteile sie nicht. Nicht sie hat Schuld. Aber er, der Hundesohn. Woran bin ich schuld? Du weißt es nicht. Du weißt es nicht, du Teufel. Nein. Ich will dir nur eines sagen. Willst du nicht mit Natascha leben, dann geh, soweit deine Füße dich tragen. Das ist mein letztes Wort. Meinetwegen geh, wohin du willst. Jetzt will ich Ihnen etwas sagen, Vater. Ich habe nicht geheiratet, Sie haben mich verheiratet. Ich laufe Natascha nicht nach. Soll sie zurückkehren zu ihrem Vater? Dann scherst du dich fort. Ich gehe. Geh nur, geh zu des Teufels Großmutter. Ich gehe. Wo willst du denn hin? Soll er übergehen, der liederliche Mensch. Ach, du bleibst hier. Wir werden ihn nicht halten. Grischenka! Grischa! Grischa! Hol dich, der Teufel, du bist mir zuwider. Grischenka! Das ist die kurze Geschichte der Donnkosaken. Wie man so sagt, eine schöne Geschichte. Das ist doch nicht unsere Schuld. Zu dieser Schande haben sie uns Kosaken gezwungen. Schweig, du Bauer. Sind Bauern etwa keine Menschen? Bauern? Es passiert allerlei. Als ich in Petersburg diente, habe ich manches zu sehen bekommen. Ja, da war so eine Sache. Wir waren wieder mal an der Reihe, Streifendienst zu machen. Wir reiten und um die Ecke kommen uns plötzlich Studenten entgegen. Eine unzählige Menge, musst du wissen. Sehen uns und grölen. Ho, ho, ho. Warum, Kosaken, reitet ihr hier entlang? So und so, sag ich. Wir haben Streifendienst. Finger weg, fass die Zügel nicht an, sonst schlage ich zu und greife zum Säbel. Zum Säbel? Hm. Und so ein Langnasiger holt einen 10-Rubelschein aus der Tasche und sagt,
trinkt ein Gläschen Kosaken auf das Wohl, sagt er, meines seligen Papachens. Er gibt uns den Zehner und zieht aus der linken Rocktasche ein Bild. Das, sagt er, ist mein Vater selig. Nehmt es und behaltet es zum Andenken. Wir haben es genommen. Die Studenten zogen ab und wieder. Oh, ho, ho, ho. Dann bogen sie um die Ecke in der Richtung zum Nevsky-Prospekt. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Es ist noch ein Kosak gekommen. Was ist, Krischer? Gehst du bald nach Hause? Ich denke. Ich will bei dir übernachten. Wieso denn? Hast du dich mit deinen Leuten überworfen? Na? Sie bogen also um die Ecke in der Richtung zum Nevsky-Prospekt. Hm. Und? Nun, no, wir wurden abgelöst. Gingen zum Wachtmeister und sagten, so und so, Lukitsch, wir haben eben 10 Rubel verdient. Wir sollen sie auf das Seelenheil von diesem Großvater da versaufen. Und wir zeigten ihm das Bild. Ich hatte das Bild im guten Glauben genommen und habe es als Andenken über meinem Bett aufgehängt. Der Mann sah nicht schlecht aus. Ein grauer Bart, ein ansehnlicher Mensch, wohl aus dem Kaufmannsstand. Der Oberleutnant sah es und fragte, Kosak, wo hast du dieses Bild her, du Schweinehund? Nun, ich sage so und so. Ach, da hat er mich in die Fresse geschlagen. Und noch ein Gebrüll. Weißt du denn nicht, dass das ja Ataman ist? Ja, Karl. Tja, wie hieß er denn gleich? Ich hab den Namen vergessen. Karl Marx. Ja, stimmt, so hieß er. Schön hat er mich reingelegt, der Kerl. Der Teufel soll ihn holen. Wie oft kam der Kronprinz Alexei mit seinen Erziehern bei uns durch die Wachstube. Was wäre denn, wenn Sie das Bild gesehen hätten? Und du nimmst ihn noch in Schutz. Da siehst du's. Reingelegt haben sie ihn. Und den Zehner haben wir versoffen, wenn auch auf das Wohl des bärtigen Karl. Aber 3 Tage lang gesoffen. Ja, auf sein Wohl soll man trinken. Weshalb? Was hat er denn Gutes getan? Sehr viel. Aber das erzähle ich euch ein andermal. Heute ist es schon zu spät. Auf Wiedersehen, Ossip Davidic. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich komme nur für 1-2 Tage zu dir. Gehst du nicht mehr nach Hause zurück? Nein. Und wie willst du leben? Leben? Wie andere Menschen leben. Die Menschen leben verschieden. Komm. Setz dich, wir wollen erst was essen. Tja, Grisha. Die Menschen leben verschieden. Es wird schwer werden, du bist es nicht gewöhnt. Ich werde mich schon gewöhnen. Was willst du machen? Morgen gehe ich zu Sergei Platonitsch. Oder zu General Lesnitzky aufs Gut. Was war's denn? Vielleicht als Knecht? Hm. Aber Grisha, du und als Knecht. Willst du leben wie ein zugelaufener Hund? Pass auf, dass dir dein Stolz keinen Streich spielt.
Er lässt dir bestellen, wenn es dunkel wird, sollst du zum Speicher kommen. Leise! Leise, Maschutka! Und was noch, Mascha? Hat er dir noch etwas aufgetragen? Er sagt, du sollst alles mitnehmen, was du nur tragen kannst. Oh mein Gott. Was mache ich nur? Und alles so plötzlich. Wie soll ich das schaffen? Na, ich gehe jetzt. Na, warte. Sag ihm, dass ich mich beeile. Was wollte sie denn? Wer? Na, Maschka Koschewaja. Oh, Sie waren Ihre Angelegenheit hier. Sie hat mich gebeten, ihr einen Rock zuzuschneiden. Mhm. Du willst schon wieder ausgehen? Ich gehe auf einen Sprung zu Anikuschka. Und wann bist du zurück? Diese verfluchten Karten, Nacht für Nacht spielt ihr, bis zum ersten Hahnenschrei. Ah, brumm nicht. Das habe ich alles schon gehört. Geh schlafen, warte nicht auf mich. Schon gut. Wird bald aufgehen. Wir müssen uns beeilen. Warte, Krishna. Was fehlt dir? Mein Leib, ich habe mich voll überhoben. Komm, gehen wir. Du fragst gar nicht, wohin ich dich führe. Vielleicht schleppe ich dich zum nächsten Abhang und stoß dich hinunter. Jetzt ist mir alles gleich. Ich bin schon zu weit gegangen. Was denn? Warum steht die Tür offen? Gut Jagod Neue. Besitztum von General Listnitzki. Lauf! Willst du wohl? Lauf! Wie geht es dir, Axel Joschka? Danke, gut.
Guten Tag. Guten Tag. Was gibt's, Getko? Ein Brief von Natalia. Warum hat er hier gesessen? Was weiß ich? Er kommt, setzt sich hin, sieh mal hier so. Und was für spitze Knie der hat. Hast ihn wohl behext? Wozu ich den schon brauche. Du sieh dich vor. Sonst werfe ich ihn eines Tages die Treppe hinunter. Ich werde dich in Zukunft nicht mehr allein zu Hause lassen. Du fährst mit mir mit. Ach, Grisha. Was hast du? Warum hast du bis jetzt geschwiegen? Ich habe mich nicht getraut. Ich dachte, du lässt mich allein. Bald? In 2 Monaten, denke ich. Stepans. Nein, deins. Wo ist er denn? Grigori! Ja! Hast dich satt gegessen, du Hohlkopf? Mach endlich auf! Die Messe ist schon zu Ende. Halte die Zügel straffer! Gib nicht nach! Los! Vorwärts! Leb wohl, General! Gib gut auf dich Acht! Seht mal, Natalia Korschunova, sie hat einen Bruch. Weißt du, Maul hält nichts nützlicher. Deswegen hat ihr Mann sie sitzen lassen. Unsinn, sie hat sich mit ihrem Schwiegervater eingelassen. Ach so, darum ist Grisha von zu Hause fortgelaufen. Weshalb denn sonst? Ach du. Wofür? Wofür? Hüte gefälligst deine Zunge. Sehnst dich wohl nach Grischka? Was geht das dich an? Ich will dir die Sehnsucht vertreiben helfen. Geh, Mitka. Quäl dich doch nicht so, Natascha. Soll ich den Vater rufen? Wohl verrückt, hm? Lass mich, Schamlose, wie dich die Erde nur tragen kann. Du siehst ja, sie trägt mich. Und sie biegt sich nicht mal. Getko,
Ein elender Weg, mein Töchterchen. Die ganzen Gedärme hat es dem Getko durcheinander geschüttelt. Da. Allein. Melichow Grigori. Mein Gott, verzeih mir. Nun, wie geht's euch? Guten Tag, Vater. Bereitest du dich auf den Militärdienst vor? Selbstverständlich. Leg ab, Vater, du wirst durchgefroren sein. Na, es geht schon. Wir zünden den Samovar an. Danke. Ich hab dir die Ausrüstung gebracht. Zwei Mäntel, einen Sattel und Pluderhosen. Hol's rein. Wann musst du dich stellen? Am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ein Kosak? Ein Mädel. Grisha wie aus dem Gesicht geschnitten, seine Tochter. Unser Blut. Sieh mal an. Warum willst du schon fahren, Vater? Ich muss mich beeilen. Ich will rechtzeitig nach Hause kommen. Also, du denkst nicht daran, mit deiner Frau zu leben. Fängst du schon wieder an, darüber ist genug geredet. Du denkst also nicht daran. Es wird wohl so sein. Und Gott? Nimm dich in Acht, ob du nicht ein Fremdes aufziehst.
Von wem es auch ist, das Kind verlasse ich nicht. Natalia ist ganz entstellt seit der Zeit. Entstellt, sagst du? Sie muss sich eine Sehne durchschnitten haben, deshalb hält sie auch den Kopf schief. Nun, Natalia nehmen wir zu uns. Sie will nicht bei den ihren bleiben. Ich begegnete ihr neulich und habe ihr geraten, zu uns zu kommen. Hey! Und auf der Schanz. Was? Krischer, es klopft. Um deine Frau mach dir keine Sorgen. Diene ordentlich, hörst du? Dein Großvater war ein tüchtiger Kosak. Zeig dich deines Großvaters und Vaters würdig. Es war doch dein Vater, der bei der Kaiserparade im Jahr 1883 den ersten Preis für Reiterkunststücke bekommen hat. Der Befehl, jawohl. Du, Prokofitsch, an der Gabelung, da fahr ich so schnell. Da bin ich gestern Abend akkurat umgekippt. Schon am frühen Morgen. Der braucht nicht viel. Der Kosak zieht in den Krieg. Wer wartet dann auf den Kosaken, auf den Jungen? Wenn der Kosak zieht in den Krieg, wer wartet dann? Setz dich in den Schlitten. Nein, ich reite. So, was los? Was? Warte doch, Grisha. Was ich dir noch sagen wollte. Leb wohl. Pass auf das Kind auf. Ich muss reiten. Wie weit der Vater schon ist. Warte doch, Liebe. Viel Glück, Kosak. Leb wohl, Großvater. Der Kosak zieht in den Krieg. Wer wartet dann? Grisha. Juli 1914. Komm, ich helfe dir. Lass nur, es geht schon. Natascha, ich muss dir etwas erzählen. Erzähl doch. Mischka Koschewoi hat gestern den ganzen Abend mit mir bei den Getreidespeichern gestanden. Warum wirst du denn rot? Werde ich gar nicht. Guck doch in den Spiegel, du glühst ja wie eine Flamme. Jetzt werde ich ganz verlegen. Na, erzähle, ich sage nichts mehr. Du bist wie eine Rose, sagt er. Ich hab's ihm nicht geglaubt, aber er hat's geschworen. Wer ist denn das? Weiß nicht. Zu wem fahren Sie?
Stehen Sie auf. Sie sind verhaftet. Worum geht es? Sie bewohnen also zwei Zimmer. Ja? Wir werden bei Ihnen eine Haussuchung vornehmen. Wenn ich bitten darf, den Schlüssel zu dieser Truhe. Was berechtigt Sie zu dieser Maßnahme, Herr Untersuchungsrichter? Wir werden noch genügend Zeit haben, darüber mit Ihnen zu sprechen. Bitte? Der Zeuge. Öffnen Sie. Bitte? Nein, diese Sorte rauche ich nicht. Ich bitte Sie, mit dem Verhör zu beginnen. Gut. Sie sind hierher gekommen im Auftrage Ihrer Organisation. Wovon ist die Rede? Seit wann sind Sie Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands? Hier ist ein Bericht aus Rostow. Er bestätigt Ihre Zugehörigkeit zur SDAPR. Seit 1907. Also bekommen Sie auch gewisse Direktiven aus Rostow? Nein. Nein? Haben Sie den Arbeitern von der Mühle aus diesem Buch vorgelesen? Wir haben Gedichte gelesen. Ah, Gedichte. Sie haben gesetzlich verbotene Bücher gelesen. Lass uns warten, bis die Hitze nachlässt. Ui, baden möchte ich. Kommt ein Reiter. Im Galopp. Siehst du die Staubwolke? Er wird den Galzüchanten reiten. Was hat das zu bedeuten? Alarm! 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 Komm her! Es ist wohl Krieg. Oh, mein Gott. Sei still. Solltest du Grigori begegnen, dann sage ihm, wie die Dinge bei uns stehen. Piotr! Oh, mein Gott, Piotr! In die Waggon! Oh, fahrt ihr schon? Steig ein, Großvater, hier ist noch Platz! Ach du, mein liebes Schlachtvieh! Piotr!
Mutter, mach dir keine Sorgen. Gib gut auf mich acht. Pass gut auf Mitka auf. Bleib gesund, Mutter. Sei vorsichtig, der Zug fährt schon. Nehmen Sie mit nach Hause. Piotr, vergiss uns nicht. Oh Gott, so ein Unglück, dass uns das treffen muss. Hey, Brüderchen, wohin denn? Zur Gevatterin, zur Kindstaufe. Melachow, fürchtest du dich? Warum soll ich mich fürchten? Vielleicht gehen wir heute in den Kampf. Und wenn's so ist? Aber ich fürchte mich. Die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen, kein Auge zugemacht. Grigori, es schießt. Es klingt, als ob Kinder mit einem Stock am Lattenzaun entlangfahren. Sei still, du Schwätzer. Wie kommen wir weiter? Acht. Hauptmann, Sie hatten den Befehl, bis gestern Abend 8 Uhr die Arbeiten an der Brücke zu beenden. Schweigen Sie! Der Nachschub von Baumaterial ist verzögert worden. Sie hätten sich eben früher darum kümmern sollen. Schweigen Sie! Wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Ich habe Sie gefragt, wie komme ich jetzt hinüber auf die andere Seite? Exzellenz! Was denn? Was denn? Welche Befehle geben Sie, Exzellenz? Ach, weiden Sie doch! Was soll das? Wer hat das befohlen? Lanzen gefällt! Säbel auf! Zur Attacke! Terra! Thank you.
Was stehst du da? Ich komme zu dir, Aksinja. Weshalb bist du gekommen? Ich möchte etwas trinken. Trink. Du hast mir meinen Mann genommen. Gib mir Grigori zurück. Du hast mir mein Leben zerstört. Sieh her, wie ich aussehe. Den Mann zurückgeben. Ich soll dir den Mann zurückgeben. Ach, du Schlange. Weißt du, wen du darum bittest? Du hast mir Grischa zuerst weggenommen. Du und nicht ich. Du hast doch gewusst, dass er mit mir lebt. Warum hast du dich mit ihm verheiratet? Ich habe ihn mir zurückgenommen. Er gehört mir. Ich habe ein Kind von ihm. Und du? Du willst dem Kind den Vater nehmen. Hm? Aksinja, du hast doch deinen Mann verlassen. Du bist so laut. Außer Grigori habe ich keinen Menschen. Niemand sonst habe ich auf der Welt. Braucht er dich vielleicht? Grischka ist mein, keinem gebe ich ihn. Meinst du, er hat Verlangen nach dir? Eine gesunde Frau hat er verlassen. Glaubst du, er nimmt einen Krüppel? Du siehst Grischka nicht wieder, das ist mein letztes Wort. Nun geh! Denkst du, ich habe gehofft, dich zu erweichen? Warum bist du dann gekommen? Der Kummer hat mich hergetrieben. Oh mein Gott! Erbarm dich! Nimm mir das Kind nicht! Hab Erbarmen mit mir! Lass mir das Kind! Papa!
Ach, dem Herrgott sei Dank. Jetzt ist alles gut. Genia! Einen stillen Schluck. Herr, eine Engelsseele steht vor dir. Jetzt musst du aber gehen. Der junge Herr ist gekommen. Vielleicht wird etwas gebraucht. Evgeny, das ist unmöglich, das glaube ich nicht. Und nichtsdestotrotz. Nun, in diesem Falle hat der Stabschef nicht recht. Erlaube, Evgeny, da gibt es ein analoges Beispiel aus dem russisch-japanischen Krieg. Das Essen ist aufgetragen. Sie hat dieser Tage ihr Kind begraben. Tatsächlich? Ja. Nun, ich sagte also ein analoges Beispiel aus dem russisch-japanischen Krieg. Kuropatkin bestand damals darauf, er verlangte es sogar. Aber die Tatsachen haben ihn eines Besseren belehrt. Guten Abend, Aksinja. Guten Abend. Wer ist da? Ich bin es. Gleich, ich zieh mich nur an. Nein, nein, ich komme nur für einen Augenblick. Dein Töchterchen ist gestorben. Ja. Du hast dich sehr verändert. Das ist begreiflich. Ich verstehe, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren. Aber du überlässt dich zu sehr deinem Schmerz. Damit machst du es nicht wieder lebendig. Bedenke, du bist doch noch jung. Du wirst mehr Kinder haben, Aksinja. Nicht doch. Nicht doch. Nimm dich zusammen, ergib dich in dein Schicksal. Beruhige dich. Schließlich ist mit dem Tod deines Kindes nicht alles verloren. Bedenke, das ganze Leben liegt vor dir. Was ist, Grisha? Warum meldest du dich? Du sagst also, dass man uns für die Reichen in den Tod treibt. Aber was ist mit dem Volk? Versteht es das nicht? Garanja gibt es denn niemanden, der kommt und sagt, Brüder, seht, dafür vergießt euer Blut. Wie stellst du dir das vor? Bist du verrückt? Kommt und sagt. Wie denn? Ich möchte dich mal sehen, wie du kommst und sagst. Wir flüstern hier miteinander wie die Gänse im Schilf, aber sag nur ein Wort. Die Kugel ist dir sicher. Stumm und taub ist das Volk heute noch. Der Krieg wird es aufwecken. Nach dem Donner kommt aus den Wolken der Regen.
Was soll man tun? Sag's mir, Hufschmied, du hast mir das Herz aufgerissen. Und was sagt dir dein Herz? Ich werde nicht klug daraus. Wer mich in den Abgrund stürzen will, den stoße ich hinunter. Man darf sich nicht fürchten, das Gewehr umzudrehen. Man muss denen eine Kugel in den Bauch jagen, die Menschen in die Hölle schicken. Merkt dir, Grischer. Es zieht ein großes Gewitter auf, das alles wegfegen wird. Willst du damit sagen, man muss alles auf den Kopf stellen? Ja, man muss alles fortwerfen wie dreckige Fußlappen. Man muss den Herren das Fell über die Ohren ziehen. Man muss sie wie Ungeziefer zertreten, weil sie das Volk gemordet haben. Kontrollieren Sie schnell alle Krankenstuben. Ja, ja. Alles auf die Plätze. Hinlegen, legen Sie sich hin. Darf ich bitten, kaiserliche Hoheit? Bitte hierher, kaiserliche Hoheit. Ich bitte hierher, kaiserliche Hoheit, ein Donkosak, Ritter des Georgskreuzes. Aus welcher Stanitsa? Aus der Task. Aus der Stanitsa Veschenz, kaiserliche Hoheit. Wofür hast du das Kreuz bekommen? Ich muss austreten. Ich muss austreten, kaiserliche Hoheit, wenn's erlaubt ist. Ich muss Wasser lassen. That's a classical expression. They're only good for suppressing the mob. Otherwise, they are just animals. Wollen Sie sich bitte in das nächste Zimmer bemühen, kaiserliche Hoheit. Il est très fort. Il est vraiment un cosaque. Il est charmant, n'est-ce pas? Oui, maman. Du Kanaille! Ich bin für dich keine Kanaille, du Lump! An der Front kann man euch suchen! Schicken Sie mich nach Hause! Das tun wir noch heute! Scher dich zum Teufel! Brrr. Steh still! Danke, Bruder. Jü, jü! Ah, hast mich erkannt, mein Guter. Großvater Saschka, schläfst du? Heilige Väter, Grischka, wo bringt dich denn der Teufel her? Nein, so ein Gast. Setz dich. Brauchen wir. Na, Alter, wie lebt sich's? Ich lebe noch. Wie eine alte Steinschlotzwinde. Akkurat nicht klein zu kriegen. Was ist mit Aksinja? Mit Aksinja? Aksinja ist Gott sei Dank gesund. Wo habt ihr Tanjuschka begraben? Im Garten, unter der Pappe. Ja.
Na, erzähl schon. Der Husten, Grischer, der Husten. Hm? Alle sind gesund und der Herr säuft. Und was ist mit Aksinja? Aksinja? Die ist jetzt Stubenmädchen. Ich weiß. Willst du nicht rauchen? Hm? Komm, dreh dir eine. Mein Tabak ist gut, erste Sorte. Ich mag nicht. Rede endlich, sonst gehe ich. Ich spür's doch. Ich spüre, dass dir irgendein Wort wie ein Stein auf der Brust liegt. Schlag zu! Das werde ich. Schlag! Ich tu's. Ich kann nicht länger schweigen. Mir, Grischer, mir drückt das Schweigen das Herz ab. Erzähle. Eine Giftnatter. Eine Schlange hast du an deiner Brust genährt. Sie hat sich mit Jewgeni eingelassen. Was sagst du nun? Sagst du die Wahrheit? Ein Weib ist wie eine Katze. Wer sie streichelt, an den schmiegt sie sich. Aber trau ihn nicht. Trau ihn nicht, hörst du? Da rauch. Du hast so stark geklopft. Ich hab geschlafen, hab dich nicht erwartet. Oh, Liebster. Du zitterst ja. Komm schnell. Ich bin durchgefroren. Grischa. Ja, schon gut, schon gut. Ich habe dich nicht erwartet. Du hast lange nicht geschrieben. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Ich wollte dir ein Päckchen schicken, aber dann sagte ich mir, warte lieber. Vielleicht kommt noch ein Brief. Du siehst gar nicht wie ein Stubenmädchen aus. Eher wie eine Wirtschafterin. Grisha. Ich will dir die Stiefel ausziehen. Oh, Grischenka. Was heulst du? Freust du dich nicht, dass ich da bin? Truman, Muschka. Na, da. Oh, da ist ja der Ritter des Georgskreuzes. Wie männlich du aussiehst, mein Lieber. Für wie lange bist du gekommen? Für 2 Wochen, Exzellenz. Man hat ein Töchterchen begraben.
Schade, sehr schade. Grigori? Woher kommst du? Aus Moskau auf Urlaub. Sieh an, du warst verwundet? Jawohl. Ah, ich habe es gehört. Ein forscher Kerl, nicht wahr, Papa? Ja, ein Kavalier. Nikitic, fahr vor! Euer Wohlgeboren, erlauben Sie, dass ich Sie aus alter Gewohnheit fahre. Also bitte, fahren wir. Nikitic! Gib her. Jetzt werde ich Sie spazieren fahren, Jewgeni Nikolajitsch. Fahr zu! Du bekommst auch ein gutes Trinkgeld. Ich bedanke mich sehr. Auch dafür, dass Sie meine Aksinja nicht vergessen, ihr das tägliche Brot gegeben haben. Kommt zu spät zurück! Was soll das? Das soll's. Ach du, du Vieh, du! Warte! Für mich! Ja, Aksinja! Für mich! Ja, Aksinja! Für mich! Ja, Aksinja! Und das nochmal für Aksinja! Für mich! Ja, Aksinja! Für mich! Für Aksinja! Für mich! Für Aksinja! Und das noch einmal für Aksinja. Halt! Du Teufel, hast das Pferd zu Schanden gejagt! Grigori! Schlange! Hündin! Mutter!